Schönen guten Abend. Ja. Sie dürfen gerne da Platz nehmen. Setze mich dann hier rüber, dann ist das alles gut für die Kameras in Szene gesetzt. Herr Werner, Sie haben unseren Satz ergänzt mit der Frage, was, wenn man sich keine Gedanken mehr um sein Einkommen machen würde, was würde man dann tun? Die Frage würde ich gerne mal an Sie zurückspielen. Was hätten Sie denn getan, wenn es zu Ihrer Gründerzeit das bedingungslose Grundeinkommen schon gegeben hätte? Gäbe es heute dann überhaupt DM? Wahrscheinlich schon, aber die Gefahr, dass es es nicht gegeben hätte, die wäre viel geringer gewesen. Wie ist das denn, könnten Sie sich vorstellen, von 1.000 Euro im Monat zu leben? Naja, auf 1.000 Euro, das ist ja sozusagen, das ist der Initiativzünder, ne? Dann geht es erst richtig los. Aber man hätte einen Staat, jeder Mensch hätte einen Staat, aus dem heraus er in Freiheit das suchen kann, was auf ihn wartet. Auf jeden Menschen wartet ja was. Und wer würde dann die bisher schlecht bezahlten oder einfachen Jobs machen? Ja, die machen immer die Menschen, die gebraucht werden. Aber wenn sie nichts damit verdienen? Bitte? Weil es das bedingungslose Grundeinkommen nicht gibt? Wenn es das nicht mehr gäbe, wer würde diese Jobs dann machen? Die einfachen Jobs? Naja, wenn sie leben und sie haben Bedürfnisse, und sie tun die Menschen, die ihnen dabei helfen, diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, auch wertschätzen. Wenn sie wertschätzen, finden sie immer Menschen, die ihnen helfen. Sie haben ja selbst mal eine spannende Geschichte erlebt, haben Sie mir erzählt, dass Sie abends in eine Ihrer Filialen kamen und dort eine Mitarbeiterin angetroffen haben. Die das Geschichte, war so eine Erfahrung, genau, die Sie nicht mehr vergessen und haben, Sie erzählt. Erzählen man, Sie nochmal. Man geht ja als Mensch in die Universität des Lebens, ne? Ja. Und da werden Sie ständig belehrt und ich komme in die Filiale, Pirmasens, kurz vor 6:30, damals machten die Läden noch um 6:30 zu. Und dann sagt sie, ich bin gerade auf der Rückreise nach Karlsruhe, noch bei Ihnen reingucken. Schön, und was machen Sie bei uns? Und dann sagt sie, ich bin geringfügig Beschäftigte. Und da muss ich Ihnen sagen, ich glaube, es gibt wenige Tage, an denen ich so viel gelernt habe, wie an dem Tag, habe ich gesagt, wie kann das sein, dass diese junge Dame, die jetzt alleine ist in dem Laden, dass die meint, sie wäre eine geringfügig Beschäftigte, wo doch alles auf sie drauf ankommt. Hat das für Sie gedanklich was verändert? Ja, da ist mir plötzlich klar geworden, dass es in der Zusammenarbeit kein Oben und Unten gibt, ne, sondern es gibt immer, man arbeitet zusammen. Man arbeitet zusammen für andere. Und da ist jeder gleichermaßen wichtig. Ne, da gibt's nicht Wichtige und Unwichtige, ne, sondern jeder ist notwendig. Warum gibt es aus Ihrer Sicht das bedingungslose Grundeinkommen dann nicht schon längst? Weil wir das nur nicht denken können. Ne, weil wir meinen, wir werden für unsere Arbeit bezahlt. Aber wenn Sie nicht leben, können Sie nicht arbeiten. Wenn Sie aber leben wollen, brauchen Sie ein Grundeinkommen. Wenn Sie leben wollen auf dieser Welt, müssen Sie über Dienstleistungen und Güter von anderen Menschen verfügen und die anderen Menschen müssen dafür bezahlt werden. So einfach ist es. Also ist die Zumutung, die jeder Einzelne von uns an sich stellen muss, die Zumutung ist, dass man das umdenkt und sagt, mit dem Einkommen werde ich nicht bezahlt, sondern da wird die Arbeit ermöglicht. Das ist bei Ihnen auch so. Wenn Sie kein Einkommen hätten, können Sie es gar nicht erlauben und leisten, mich hier zu interviewen. Das stimmt. Ja. Wie ist das? Das leuchtet doch ein, das ist doch bei Ihnen auch so. Sie haben Denken Sie mal wirklich drüber nach. Das ist Sie haben, wir kommen jetzt nochmal auf Ihre Karriere und Ihr Lebenswerk quasi zu sprechen. Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel, womit ich nie gerechnet hätte. Hätten Sie denn damit gerechnet, dass Sie mal ein so großes Unternehmen schaffen? Nein, Sie hätten auch nie damit gerechnet, dass Sie mich mal interviewen. Das stimmt. Wahrscheinlich. Das ist immer so. Das Leben ist voller Überraschung. Und erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Deswegen haben wir alle, die wir hier im Saal sind und in ganz Mannheim, haben wir alle eine ganz spezielle, unvergleichbare Biografie. Aber alle können den gleichen Titel nehmen, womit ich nie gerechnet habe. Was ist denn entscheidender für den Erfolg? Ist es tatsächlich Talent oder ist es Glück aus Ihrer Sicht? Ja, ich würde mal sagen, Erfolg. Für den Erfolg ist entscheidend, dass man Dinge sieht, die andere nicht sehen.
Und weil man Dinge sieht, die andere nicht sehen, tut man Dinge, wo andere sagen, ah, das ist aber verrückt, das klappt ja nie. Haben sie bei mir auch gesagt damals. Und als es dann geklappt hat, haben sie gesagt, das habe ich gleich gewusst. Ja, so ist es wirklich. Das geht den Mannheimern auch so. Ich bin ja Heidelberger. Gab es denn mal einen Moment, wo Sie alles hinschmeißen wollten, wo Sie gesagt haben, nee, so nicht mehr? Naja, den haben Sie eigentlich immer. Ne? Also Sie sind ja immer sozusagen an der Kante, wo man sagt, ja, geht es überhaupt so weiter? Ne? Also bin ich in der... Ne? Sie gehen ja sozusagen, Sie leben ja empfindungsmäßig, bewusstseinsmäßig vor der... So wie beim Surfen, ne? Hat mal jemand gesurft von Ihnen, ne? Immer vor der Kante. Ne? Surfen Sie denn? Bitte? Surfen Sie? Nein, aber ich kann mir das gut vorstellen. Das und da hat man immer den, man muss immer die Gefahr der, wie soll ich das sagen, die Gefahr des Scheiterns. Ne? So wie bei den Clowns. Also der Clown ist ja dadurch interessant, weil das ist die Kunst des Scheiterns. Ne? Und so als Unternehmer sind sie auch so eine Art Clown, ne? Weil sie immer etwas machen, wo die anderen nicht mitrechnen. Erstens kommt es anders als man denkt. Erstens kommt es anders. Ist das Ihr Lebensmotto? Kann man das so sagen? Bitte? Ist das Ihr Lebensmotto? Oder haben Sie noch ein anderes? Ja, nur mein eigentliches Lebensmotto, wenn ich Ihnen das verraten darf, und ich kann es Ihnen nur empfehlen, es auch sich zu eigen zu machen, ist, wer will, findet Wege und wer nicht will, findet Gründe. Und ich kann Ihnen nur sagen, immer wenn Sie es mit anderen Menschen zu tun haben, gehen Sie nach dem Motto vor. Sie sparen unheimlich viel Zeit. Tun Sie erst mal fragen, will der denn wirklich oder kommt der nur hier, um Sprüche zu machen? Was ist der beste Rat, den Sie mal von jemandem bekommen haben? Naja, also der beste Rat, da muss ich ein bisschen erklären. Also als ich bin Jahrgang 44, also 17, 18 Jahre alt war, 1961, 1962, hatte ich einen Trainer in Konstanz. Und damals war gerade die Brigitte Bardot in, ne? Können Sie sich das vorstellen? So als 17-Jähriger, wie Ruderer, als 17-Jähriger und dann die Brigitte Bardot in Konstanz im Kino, ne? Und immer lockt das Weib, so hieß der Film, weiß ich noch wie heute. Ne? Und der Trainer, der hat dann immer gesagt, BB heißt nicht Brigitte Bardot, sondern BB heißt beharrlich im Bemühen und bescheiden in der Erfolgserwartung. Und da haben wir natürlich gelacht, doch klar, ne? Der war über 50. Aber ich muss sagen, je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich, und ich bin jetzt 74, desto mehr habe ich erlebt, das ist genau der Punkt, die meisten Dinge gehen schief, Sie können alles abgrasen, was Sie schon mal gesehen oder gehört haben, dass man ungeduldig im Bemühen ist, und anspruchsvoll in der Erfolgserwartung. Ja, das ist ein gutes Motto. Wir kommen dann zu einem anderen Motto, was Ihr Lebenswerk hat. Die Drogeriemarktkette DM schmückt sich ja unter anderem mit dem Motto Hier bin ich Mensch, zitiert aus Faust. Ja. Wie kamen Sie denn auf die Idee? Naja, also auf die Idee kam die Werbeagentur. Aber Sie haben es unterschrieben. Aber die Werbeagentur, die hat natürlich gewusst, dass ich erstens ein Goethe und zweitens ein Faust-Fan ist. Kann ich übrigens jedem empfehlen, das auch zu werden. Das bringt wirklich was. Und dann war das Problem damals, weil wir müssen, also wenn Sie hinter was kommen wollen, dann fragen Sie immer, was hat der für ein Motto? Was hat der für ein Motto? Ne? Und wir hatten das Motto, große Marken, kleine Preise. Und da haben wir irgendwie gemerkt, damals, das war Ende der 80er Jahre, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Große Marken, kleine Preise. Und dann haben die Händler, die haben so die unangenehme Eigenschaft, so die Oberstrategen, ne, die sehen immer nur die Kaufkraft. Ne, sag ich, ja. Und der Kunde, der zu uns kommt, ist doch ein Mensch, ist doch kein Kunde. Also müssen wir das mit den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Die Menschen kommen ja zu uns zum Einkaufen, weil sie vermuten,
dass wir ihre Bedürfnisse besser lösen können wie sie selbst. Das garantiere ich Ihnen. Ne? Also, wenn Sie Windeln brauchen, kaufen Sie am besten bei uns. Das ist zu schwierig, selbst zu machen. Ne? Und dann kam dieser Slogan zustande. Und der Slogan hat sozusagen das ganze, die ganze Einstellung im Unternehmen, und das Unternehmen war damals schon recht groß, völlig geändert, weil jetzt war nicht mehr das Portemonnaie vom Kunden das Entscheidende, sondern der Mensch. Ne? Und das kann man ja oft mal sehen, dass dem Verkäufer oft mal nur das Portemonnaie interessiert. Ne? Kaufen Sie mal ein Auto oder bei den Modeverkäufern ist es oft zu sehen. Ne? Also wir müssen uns auf den Menschen fixieren. Ja, wir kommen mal zum Mensch Götz Werner. Hier bin ich Mensch. Hatten Sie mal das Gefühl, vor lauter Arbeit und Erfolg, wenn so ein Unternehmen dann wächst und alles glatt läuft, hatten Sie mal das Gefühl, sich als Mensch dabei zu vernachlässigen? Naja, schon. Besteht schon die Gefahr, dass man mal übers Ziel hinausschießt oder dass man sich zu sehr fixiert auf ein Ziel. Ne? Also ich habe dann immer gesagt, locker bleiben. Ne? Bange machen gilt nicht. Ne? Und sich zu sehr verbeißt in was. Ne? Also das kann ich nur jedem empfehlen. Haben Sie immer auch genügend Abstand von Ihren eigenen Zielen. Verkrampfen Sie sich nicht. Also das größte Problem, was man sehen kann, dass viele Menschen, deswegen bin ich ja auch für das bedingungslose Grundeinkommen, viele Dinge machen, die sie eigentlich, wenn sie genau hingucken, gar nicht machen wollen. Und wenn sie einen Burnout haben wollen, also wenn das ihr Interesse ist, dann kann ich Ihnen nur sagen, machen Sie konsequent Dinge, die Sie nicht machen wollen. Nur weil es ein anderer gesagt hat. Das ist ein Riesenproblem. Was machen Sie, um sich zu entspannen, wenn es mal zu viel wird? Ja, sich in die Ecke setzen und warten, bis der Schmerz nachlässt. Ne? Ja, machen Sie Urlaub zum Beispiel dann? Bitte? Machen Sie Urlaub? Natürlich mache ich auch Urlaub, aber das ist halt so eine Angewohnheit. Ne? Aber beobachten Sie sich mal selbst. Also ich bin Leistungssport im Rudern gewesen. Ne? Und wenn man so richtig Leistungssport treibt, dann merkt man, da kommt es aufs Einatmen drauf an. Beim Rudern kommt es aufs Einatmen kommt's drauf ja. an? Ja. Okay. Der Durchzug. Wie einatmen. Okay. Den Rhythmus. Im Rhythmus liegt die Kraft. Das hat der Trainer damals auch übrigens gesagt. Rhythmus liegt die Kraft. Und diese man vergisst dann sozusagen bewusst auszuatmen. Mhm. Ne, wenn Sie unbewusst ausatmen, kriegen Sie Seitenstechen oder Krämpfe. Ne? Also an sich ist der Erholungsvorgang ist die Art und Weise, wie ich in der Lage bin, bewusst auszuatmen. Können Sie gleich jetzt anfangen auszuprobieren. Ne? Nicht nur bewusst einzuatmen, sondern auch bewusst auszuatmen. Dass man in der ganzen Arbeit, in der Zusammenarbeit, in jeder Beziehung immer auf den Rhythmus achtet. Aufs Atmen. Und das ist der Atemrhythmus, ist der naheliegende. Und beim Rudern haben Sie halt das Durchziehen und nach vorne rollen wieder. Ne? Da lernen Sie das. Jetzt habe ich doch noch ein paar kurze Fragen mal zu Ihnen. Wenn Sie dann Urlaub machen, wo machen Sie denn am liebsten? Ja, also dadurch, dass ich ja viel unterwegs bin, Filialbetrieb, da die ganzen war immer Aufbau, ne? Filiale, Ladenlokale angucken, ne? Bis mir dann die hier da in der Neckarstadt alle durch hat und dann endlich weiß, dass keins in Frage kommt. Waren Sie heute schon im DM hier in Mannheim? Ja, ja, klar, jemals. Und jetzt habe ich einen Faden verloren. Jetzt kommen wir nochmal zum Urlaub, wenn Sie dann mal nicht arbeiten. Urlaub. Urlaub. Also Urlaub ist eine Angewohnheit. Das ist irgendwas Unbestimmtes. Fragen Sie mal sich selbst, warum mache ich Urlaub? Nein, das ist die Geste des Ausatmens. Dass man sich Zeiten gönnen muss, wo man bewusst ausatmet. Und da bin ich ein Urlaubsmuffel, weil ich so viel unterwegs bin. Ich bin früher 90.000, 120.000 Kilometer im Jahr gefahren. Deswegen Urlaubsmuffel. Ne? Und im Winter ging es immer zum Skifahren, im Berner Oberland. Und im Sommer am Bodensee, wo ich es auch gerudert habe selbst. Ja.
Sie haben ja 7 Kinder, was in der heutigen Zeit wirklich selten ist. Was haben Sie von Ihren Kindern gelernt? Von Kindern? Also was man von Kindern lernen kann, das steht schon in der Bibel, brauchen Sie mir nicht glauben. Ne? In der Bibel steht, wenn ihr nicht werdet wie die Kindlein, werdet ihr das Himmelreich nicht erreichen. Also nehmen Sie die Kinder zum Vorteil, diese Offenheit, diese Lernbegierigkeit, diese Neugier, diese Offenheit ist es. Ne? Je mehr wir meinen, erwachsen zu werden, desto mehr meinen wir, es kommt auf die Antworten drauf an, statt auf die Fragen. Treten die auch in Ihre Fußstapfen, Ihre Kinder? Einer ist rein, aber ich habe immer gesagt, ihr braucht nicht in meine Fußstapfen treten. Macht das, was ihr wollt. Man kriegt ja nicht die Kinder deswegen, dass sie das Gleiche machen wie die Eltern. Ne? Ja, das meinen viele, aber das ist ein Denkirrtum. Und was machen Ihre Kinder so? Was machen die so beruflich? Ihre Kinder, was machen die so beruflich? Ganz unterschiedliche Dinge dann? Oh, die Älteste ist Künstlerin und im Moment macht sie Betreuung von Kreuzfahrtschiffgästen. Ne, die können bei ihr Meditation machen und Musik mit ihrem Mann zusammen. Mein Sohn, der ist bei uns in der Geschäftsleitung bei der M. Dann haben wir die Bettina. Ich verwechsel immer den Namen. Dann die Bettina ist so wie Sie, Hebamme, nicht in ihrem Alter ist Hebamme. Und dann haben wir die ist gerade Mutter, 2-Jährigen. Und dann haben wir eine, die studiert Medizin. Das ist unglaublich, was die lernen müssen. Man hält es gar nicht aus. Und dann habe ich einen 22-Jährigen, eine 24-Jährige, die ist ständig auf der Welt unterwegs. Ganz interessant. Die also Moment, sehr bunt, alle machen ganz unterschiedliche Sachen. Im Moment ist er gerade auf Hawaii und macht hat aber sich auch schon um Kurden gekümmert im Irak und so. Also ich will Sie nicht unterbrechen, aber wir müssen ein bisschen Speed machen, weil ich sehe die ganze Speed. Zeit die Uhr schon laufen. Ja. Nein, Speed, ich würde Ihnen noch, ich würde Ihnen noch eine letzte Frage gerne zum Unternehmertum Gründern stellen. Was sind aus Ihrer Sicht die größten Unterschiede zwischen Gründern heute und den Gründern früher? Ja, dass es viel mehr auf den Einzelnen drauf ankommt. Also früher sind die Menschen mehr so im Erbstrom, ne? Der Ahnen, ne, so gegangen. Und heute, das steht übrigens auch in der Bibel, fallen die Kinder total aus der Art. Ne? Die machen was völlig anderes und suchen ihren eigenen Weg. Und ich glaube, da muss man auch aufpassen, dass man die Kinder nicht unter Druck setzt. Und dass er sagt, die gehen ihren eigenen Weg. Ne? Ja. Und wie sie das am besten für sich realisieren können, kann ich Ihnen nur sagen, weil ich immer so verblüfft, wie wenig Menschen sich das klar machen, dass man als Eltern nicht die Kinder bekommt, sondern dass die Kinder die Eltern bekommen. Wenn Sie das mal umdenken, dann verspreche ich Ihnen, dann hat es sich gelohnt, heute hierher zu kommen. Die Kinder suchen die Eltern. Herzlichen Dank. Schönes Abschlusswort, Professor Werner. Dankeschön. Dankeschön. Thank you.